Mobbing ist für mich wie Krebsgeschwür der Gesellschaft. Es trägt neben unserem sowieso kleinmachenden Schulsystem zur Minderung des Selbstwertgefühls von Kindern, Jugendlichen und by the way auch Erwachsenen bei. Ich habe es damals für mich hineingefressen, habe mir selbst immer gezweifelt, ob ich gut genug war, ob ich uncool war, wenn ich nicht laut war und mitgemacht habe, wenn ich nicht in eine Gruppe von Mobbern gehört habe, war ich immer automatisch in einer Angsthaltung, direkt wieder in der Schusslinie zu stehen. Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene, die man liebt und auch groß macht, werden zu einer Persönlichkeit. Und deshalb sehe ich diese Aufklärungsarbeit als sehr wichtig und notwendig. Und ich muss dir auch noch gern gestehen, dass ich quasi, wie ich dies in mich hineingefressen habe, einen Burnout bekommen habe mit Selbstmordgedanken. Ich war so am Ende, ich konnte nicht mehr in meinen Berufen arbeiten. Ich konnte nicht mehr die Sachen machen, die mir Spaß gemacht haben, weil mich alle nur gehänselt haben, gemobbt haben und fertig gemacht haben, weil ich einfach nicht diesen Mut gehabt habe und immer gezweifelt habe. Gesagt habe ich damals sehr verletzt. Wo ich gerne diese Leute nochmal sagen würde: Ihr könnt mich alle kreuzweise am Arsch lecken. Ihr wisst gar nicht, wie ihr solchen Menschen wehtun könnt, solchen Menschen auch in Selbstmord. Gedanken und Selbstmord versuchen ausüben oder sich auch wirklich umbringen. Es gibt so viele Kinder, Jugendliche, Erwachsene, die sich damit umgebracht haben. Ich habe nochmal zum Glück eine Kurve bekommen, wo ich quasi nach langer psychologischer Sitzungen und Mentaltrainings wieder zu mir gefunden habe. Und deshalb möchte ich da Aufklärungsarbeit